Moin und herzlich willkommen bei Yukavu. Ja, heute ist Action Mittwoch und bevor wir loslegen, wird es ein paar Veränderungen geben hier auf dem Kanal zukünftig und über die möchte ich erst mit euch sprechen. Wie ihr seht, ich befinde mich bei War Thunder hier bei den Ground Forces, sprich den Panzern. Ich hatte ja vor, mit Thomas zukünftig auch Panzer zu spielen. Das werden wir machen. Allerdings wird das nicht auf den Action-Mittwoch bezogen bleiben. Beziehungsweise World of Warships spielen wir ja momentan täglich. Das wird auch wieder eingestellt werden. Einfach aus dem Grund, bisher machen wir pro Tag eine Runde und ja, es kann durchaus sein, dass wir in den ersten 1-2 Minuten aus der Runde rausfliegen, also zerstört werden, dann aber noch den Rest der Runde aufnehmen. Wir versuchen das zu kommentieren, aber so die schönsten Aufnahmen, also wenn wir kämpfen, oder beziehungsweise das Schöne dran ist ja, wenn wir verlieren, weil wir uns zu dämlich anstellen, das kommt natürlich alles ziemlich zu kurz. Und deswegen wollen wir den Kanal etwas überarbeiten. Und zwar wird es jetzt nicht nur den Action-Mittwoch geben, es wird zukünftig auch ein Action-Freitag geben. Und in naher Zukunft auch ein Action-Montag. Das Besondere an diesen Tagen wird sein, dass wir pro Tag ein anderes Spiel spielen. Ich bin ja War Thunder Fan und ja, War Thunder ist somit mein Lieblingsspiel überhaupt und ich habe damals mit World of Warships eigentlich angefangen, weil es die Schiffe und Boote in War Thunder noch nicht gab und ich brauchte einfach eine Alternative, bis die endlich mal in den Quark kommen bei Gaijin. Und jetzt so langsam passiert das tatsächlich. Ich kann euch das mal zeigen. Ich bin nämlich Beta-Tester. Und schwupps. Die amerikanischen Boote, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen rauszoomen. Na, so sieht's schön aus. Das heißt, in War Thunder stehen mir also jetzt alle drei Möglichkeiten zur Verfügung. Panzer, Flugzeuge und die Schiffe. Allerdings dem Thomas noch nicht. Einfach darum, ich bin Beta-Tester, Thomas ist es nicht. Und Thomas wird es wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht werden. Muss er auch nicht, weil was die Schiffe betrifft, es ist in War Thunder nur ein Beta-Test. Und dementsprechend, es wird eh alles zurückgesetzt, was man hier erforscht und man kann einfach mal schauen, ja, wie macht sich das mit den Schiffen, wie fühlt sich das an. Grob gesagt, erstmal meine Einschätzung, es ist mehr Action, da sämtliche, wie kann man das nennen, Abteilungen des Schiffes auf die Gegner feuern, nicht nur die großen Geschütze, auch die MGs und die Flaks. Alles feuert wie blöd auf den Gegner. Es sieht spektakulär aus. Und wenn man jetzt glaubt, im Gegensatz zu World of Warships, wo man einen HP-Balken hat, der langsam runtergeht, das haben wir in War Thunder, in den Naval Forces nicht. Doch haben wir leider auch. Es nennt sich halt nur Besatzung. Es ist aber genau das Gleiche. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, wir haben aber bestimmte Sektionen im Schiff, die wir treffen können. Das stimmt, zerstören wir eine Sektion eines Schiffes, hauen wir die ganze Mannschaft in diesen Bereich auf einmal raus. Und ja, dementsprechend, es ist wie es ist. Hier wird das mit der Mannschaft gelöst. Bei World of Warships ist man wenigstens so fair und sagt gleich, das ist ein HP-Balken. Ja,
Allerdings, es ist eine Beta, da wird wahrscheinlich noch was geändert werden, Feintuning und was sie da alles machen. Ansonsten muss ich sagen, es gibt Sachen, die gefallen mir hier definitiv besser, aber man ist natürlich noch nicht so weit. Und deswegen werde ich zwischendurch einfach mal Naval Forces in War Thunder fahren, aber so wie es aussieht, dann ohne den Thomas, das werde ich zwischendurch mal machen. Ansonsten wird es mittwochs bei World of Warships erstmal bleiben. Bei War Thunder, die Naval Forces, wann der Beta-Test zu Ende ist und wann Thomas damit einsteigt, keine Ahnung, ob das dieses Jahr noch so ist. Nächstes Jahr wird das wahrscheinlich erst sein, obwohl die lassen sich ja richtig Zeit hier. Und wie gesagt, so lange fahren wir halt World of Warships weiter. Da haben wir auch ein bisschen mehr Schiffe zum Zeigen. Kommen wir zum zweiten Tag, den Freitag. Der zukünftige Action-Freitag. Da wird es um die Dinger hier gehen. Panzer. Meine heißgeliebten Sherman-Panzer. Beziehungsweise, hier ist ja das. Mein größeres Deck. Ich finde die Form dieser Panzer einfach unglaublich schön. Obwohl es da natürlich bessere gibt. Thomas ist natürlich noch nicht so weit, dass er hier auf 3-3 mitspielen könnte, beziehungsweise auf 5.0 im Battle Rating, sondern Thomas ist da noch ziemlich am Anfang. Und deswegen haben wir hier im Forschungsbaum, also Thomas ist hier Rang 1 in der Gegend. Da habe ich schon alles erforscht. Deswegen spiele ich, wenn ich mit Thomas Panzer fahre, ich baue dann, wie man hier sehen kann, die deutschen Panzer aus, während Thomas die amerikanischen Panzer ausbaut. Und irgendwann, wenn wir dann gleich aufgeschlossen sind, dann werde ich ja schauen, ob ich die deutschen Panzer weiter ausbaue oder ob ich dann einfach die amerikanischen mitspiele. Das wird auf jeden Fall dann der zukünftige Action Freitag sein. Der dritte Tag, von dem ich gesprochen habe, das wird der Action Montag werden. Und da geht es schlicht und ergreifend um die Dinger hier, die Flugzeuge. Meine Lieblingsflugzeuge schlechthin sind die Corsairs F4U. Egal in welcher Version, ob jetzt in 1A, in der Navy-Ausführung oder die standardmäßige 1A. Ich sehe gar nicht, ich habe überall die gleiche Lackierung drauf, deshalb fällt das jetzt nicht so auf. Der Unterschied bei dieser ist, die kann eine Bombe tragen und die 1D kann zwei Bomben tragen, die ich aber gerade nicht aktiviert habe. Nee, hier sind Raketen gerade dran. Dazu natürlich noch die Bomber. Hier bin ich auch dementsprechend am Aufbauen. Ich versuche mir ein zweites Deck zusammenzubauen, was ein wenig höher ist. Wie man sehen kann, ich bin hier schon bei Rang 3 und hier sind die nächsten Corsairs, die 1C, die F4U4 und die F4U4B. Dazu habe ich schon diese zwei Bomber aufgebaut und nachdem ich die Corsairs habe, wird dieser Bomber dazukommen. Und dann muss ich einfach mal schauen, wie das Ganze ablaufen wird, ob ich dann ein Deck mache, so wie das Corsair 3.0er Deck von mir, dass ich mich in einem bestimmten Battle-Rating bewege. In dem Fall wäre es hier von 5,0 bis 5,7. Oder ob ich dann sage, ich mache ein Deck mit einem 5-3er Bomber und einem 5-3er Corsair und ein Deck mit einer 5-7er. Ja, es ist fraglich. Ich habe mich da noch nicht ganz entschieden, weil Arcade-Luftschlachten machen Spaß,
Allerdings in diesem Bereich hier, Rang 3, so ab 5-0 ungefähr, kriegt man mit den Bombern ziemlich eins auf die Fresse. Also du kommst keine 2 Kilometer an den Abwurfpunkt ran. Du startest 10 Mal bei Arcade-Luftschlachten und mit Glück kommst du einmal in die Nähe und schaffst es, eine Bombe daneben zu schmeißen. Ansonsten haben sie sich ständig runtergeschossen, so dass man nur im Real Battle starten kann. Und da ist halt die Frage, ob das dann mit dem Bereich des Battle Ratings noch klappt. Von 5-0 bis 5-7 oder ob man sich da fest auf 5-7 und auf 5-3 festlegt. Das muss ich mal schauen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber das wird so der Flugzeuge der Action Monday werden. Hier muss Thomas noch ganz viel aufholen. Ich habe mal hier mein Anfangs Set drin. Das sind hier die oben bis 1,7 bis 2,0. Da ist Thomas noch ganz am Anfang. Und das wird auch eine Zeit lang dauern, aber momentan montags läuft ja weiterhin Sniper Elite. Und das wird auch erstmal so bleiben, bis wir hier ein bisschen mehr Routine reinbekommen haben. Weil Flugzeuge gegenüber Panzer oder Schiffe ist doch schon sehr speziell. Obwohl, ich mag es ja, wenn es ein bisschen langsamer abgeht und ich finde von der Langsamkeit her, Schiffe sind so eher so Platz 1, relativ langsam. Auf Platz 2 kommen die Flugzeuge und Platz 3, die Panzer, die sind dann schon mal schneller. Ich finde Flugzeuge gar nicht so schwer. Vor allen Dingen, da man sie gut mit der Maussteuerung fliegen kann. Mit Joystick eier ich da noch ziemlich rum, aber Maus passt eigentlich soweit. Aber wie gesagt, dadurch, dass Thomas hier die Routine fehlt und da jetzt auch noch was aufzubauen, werden wir das etwas später in Angriff nehmen mit den Flugzeugen. Erstmal konzentrieren wir uns auf Schiffe am Mittwoch, Panzer am Freitag und wie gesagt, später dann die Flugzeuge montags. Jetzt ist die große Frage, ab wann geht es damit los? Ich habe vor, dass das Ganze schon nächste Woche soweit ist. Das heißt, nächste Woche Mittwoch wird dann Schiffe sein, World of Warships erst einmal. Freitag sollen dann die Panzer kommen. Und das Besondere ist, bisher haben wir das ja wie bei den Dailies World of Warships gehabt, dass wir eine Runde gespielt haben pro Tag. Diesmal wird es ein wenig anders ablaufen. Und zwar, wie ich werde das Ganze ein klein wenig zusammenschneiden, so dass wir mehrere Runden fliegen und mindestens auf eine Stunde Spielzeit kommen. Also in dem Fall Mittwoch und Freitag jeweils eine Stunde volle Dröhnung. Und naja, die langweiligen Sachen so ein bisschen rausgeschnitten. Soweit. Die Änderungen. Da wir Action Mittwoch haben, möchten wir natürlich nicht, dass wir jetzt hier großartig dumm rumstehen, sondern dass ja auch ein bisschen was passiert. Deshalb schauen wir einfach mal kurz rein. Wie ihr sehen konntet, normalerweise startet man die Schlacht ja hier oben drüber, indem man hier einstellt. Allerdings kann man sehen, hier sind noch gar keine Schiffe drin. Die kriegt man halt hier rechts im Rand. Und dann haben wir die Naval Battles. Egal, ob wir jetzt Arcadie nehmen oder realistische Schlachten, das unterscheidet sich großartig nicht. Wie gesagt, es ist Beta-Test. Wir starten einfach mal kurz. Flottenherrschaft Nordpol. Wow. Die haben echt so lange gebraucht. So, das Besondere, was wir hier haben. Dann halt so. Warum nehme ich eine Munition mit, die explodiert? Ganz einfach. Wenn die Munition explodiert, fliegen viele Teile rum. Und das hat den Vorteil, viele Teile, die rumfliegen, treffen viele
Besatzungsmitglieder. Und hauen natürlich dementsprechend viele Besatzungsmitglieder raus. Ja, wie man sehen kann, so Teamkameraden, ganz tollen Absprachen im Chat. Leer. Also die Absprachen sind größer als die beim Fliegen. Dahinter versteckt er sich. Feuern einfach wie wild weiter. Boah, scheiße, ist das laut. Wir hatten das so laut eingestellt, ey. Der fährt nicht weiter. Doch. Also wie man sehen kann, wild draufhalten. Ein bisschen Wassereinbruch reparieren. Auf Deutsch gesagt, draufrotzen, was das Zeug hält. Und so kriegt man die Gegner hier raus. Wenn man die Explosivgeschosse nimmt, durch die Streuwirkung kann man natürlich auch viele Besatzungsmitglieder rausnehmen. Und den Rest macht eigentlich die Mannschaft, die wie blöd da rumrotzt, als wenn es kein Land mehr gibt morgen. Ja, halte ich ein bisschen für unglücklich. Worauf schießt der denn? Hä? Schießen in allen Richtungen? Okay. Nach dem Motto, okay, die sind tot.
Dahin sind am Feuern ohne Ende. Was machen wir jetzt? Eisberg bewachen oder was? Sehr schön. Wie gut, dass ich das bin. Wie viele vom Team sind noch da? Eins, zwei, vier. Gegenseite fünf. So, zwei sind raus unten. Hängen am Fallschirm. Ich bin der Einzige, der noch da ist. Toll. Da bei A ist ein Zerstörer. Wieso sind denn die Gegner schon alle raus, ey? Hm, der hat mich rausgenommen. Was machen wir denn? Nehmen wir einen Bomber. Mit den kleinen Dingern können wir eigentlich nicht viel reißen hier. So, einmal Q einstellen. Sag doch, mit dem können wir nicht viel reißen. Wir haben eine Niederlage erlebt. Oh. Zurück zur Basis. War ja irgendwie klar. Wenn man auch so alleine vom Team da ist, kann man auch nicht mehr viel reißen. Aber immerhin, es hat viele Punkte gegeben. Da kann man jetzt nicht meckern. Das Patrouillenboot 20 als nächstes Boot. Das schauen wir uns mal im Forschungsbaum an. Patrouillenboot 20, das ist eine Weiterentwicklung, ne? Vom PT6. Mit mehr Torpedos, 4 Stück. Setze ich es da drauf. Ja, ich setze es da drauf. Einfach aus dem Grund. Das PTF-7, das soll im nächsten Slot reinkommen. Ich glaube, das werde ich auch als nächstes erforschen. So. Da ist es. Schauen wir uns das doch mal in der Testfahrt an. Realistische Schlachten, das kann man einstellen, wie man will. Da gibt es noch keinen Unterschied im Beta-Test.
ziemlich schnell, das Ding. Und alles raus. Schön ist, dass man hier alle durchschalten kann. Ich bin bald, ich überhole mein Torpedo beim Fahren. Und. Ich will ja nichts sagen, aber die Aale haben hier ein bisschen mehr Wumms. Und. Kriegen wir da noch einen zweiten hinterher? Threat in the air. Und. Den auch noch, komm. Tatsächlich, ich überhole meine eigenen Torpedos. Juhu. Aber meine MGs schießen irgendwie nicht. Sie schießen nur seitlich, nicht nach vorne. Aircraft. Okay. Na, schwimmen die Aale noch? Das ist ja voll die Umgewöhnung hier. Aircraft. Aircraft. Ach da. Na, was machen die Aale denn? Also hier sind die Maschinengewehre nur gut, um zur Seite zu schießen oder wenn man vom Gegner wegfährt. Wie gut, dass die Spielmechanik so ausgelegt ist, dass man gerade an den Gegner rankommt, um die Torpedos zu schmeißen und dann man eigentlich ist man tot. Und? Passt. Treffe ich ja im Leben nicht. Ja, das ist schon interessantes Boot. Wirklich. Was wäre das nächste für eins? Das machen wir hier keine realistischen Schlachten. Kommen ja sonst die Tränen. Oh, wie schön, das kann auch wieder nach vorne schießen. Das hat auch ein paar Mann mehr. Alter, das war aber knapp. Haben
haben die auf Kamikaze umgeschult. So. Hier muss man wieder die Torpedos so bescheuert schmeißen. Also man lenkt mit dem Boot. Ah, da schmeißt man die erst auf der einen Seite raus. Was macht denn dieser komische Schützenhaini da hinten? Ah, okay, den kann ich über Alt 2 aus. km/h, was sehr schön bei diesen, also so als Effekt hier gemacht ist. Halt doch mal an. Sind hier diese Effekte auf dem Wasser, die man hier sehen kann von den Wellen. Jeder, der mal ein Motorboot gefahren ist, wird das bescheinigen können, dass das sehr realistisch umgesetzt ist. Solche kleinen Effekte vermisse ich so ein wenig bei World of Warships. Abgesehen davon, dass man hier schön ins Wasser reingucken kann und den Grund sehen kann. Das ist richtig schön gemacht. Hoppla. Hinten ist mal wieder so ein Automatikschütze. So, und wie man hier sehen kann, man sieht auch richtig die Korallen im Wasser. In flacheren Gewässern, wenn man sich dem Ufer nähert. Das ist natürlich etwas von den Effekten her, was ich so bei World of Warships total vermisse. Ja. Mecker nicht, ich will nur ein bisschen anlegen. Übrigens, wem das mal im Spiel passiert, da. Hier fangen die an. Ich gehe mal raus. Irgendwo kommt man ausstellen, dass die automatisch feuern. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn man mal auf Grund gelaufen ist, geht das genauso wie bei den Panzern. Abschlepphaken und dann kann man da runtergezogen werden. Das ist ganz praktisch. Eine Besonderheit möchte ich euch noch zeigen. So ein Ding, was richtig abrockt, ist hier diese komische Fähre von den Deutschen. Ich selbst habe sie noch nicht gespielt. Ich habe sie aber bei Spielern gesehen, wie zum Beispiel bei Impleet. Ellen langsam das Ding. Klar. Aber wenn das Ding einmal ein Ziel genommen hat. Schießen die dann? Naja, wie gesagt, das Ding ist total langsam, aber
wenn man mit dem Ding zum Schießen kommt, dann rotzt das so gut wie alles weg, was da rumsteht. Ja, da kann man auch mal eben durch so einen Zerstörer durchgehen. Vorteil ist, wenn man hier frontal mit Torpedos drauf schießt oder von hinten, kann man sehen an der Wasserlinie, wenn man die genau in der Mitte trifft, schießt man einfach durch. Ist halt eine Fähre, ne, mit einem Doppelrumpf. Aber klack, 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 klack. Ja, er kommt da hier um die Ecke, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall. Na, mein Freund, wo bist du? Also man kann jetzt auch einfach aufs hintere Geschütz schalten. Und dann machen eigentlich die anderen Gunner das. Von selber, das geht auch mit den großen Geschützen beim Schiff. Also, theoretischerweise musst du hier nur rumfahren und lässt die Besatzung alles machen. Ja, kann man natürlich auch gespalten sehen. Also eigentlich brauchst du nur... einmal drüber halten und dann klack, 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 rieseln die Murmeln da wie blöd runter. Sehr einfach. So kleine Boote kommen nicht mehr annähernd ran, um irgendein Torpedo zu werfen. Bei den größeren ist es jetzt schon mal schwieriger, aber ja, das ist halt alles ein bisschen einfacher gehalten. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Beta-Test, die werden da wohl nur einiges machen. Wie man sehen kann, kann man hier sehr viel Spaß haben. Ich freue mich natürlich dann später auf die Boote, zum Beispiel, wenn man hier sehen kann, die Clemson. Wir kennen sie nicht von War Thunder. Hier ist eine Version der Clemson. Da haben wir noch eine andere. Bin ich echt mal gespannt, wie die sich fährt, wenn ich sie erforscht habe. Da freue ich mich schon drauf. Aber das wird es zukünftig hier geben. Wie gesagt, erstmal nur zwischendurch und ich werde das alleine machen, nicht immer mit Thomas. Ja. Soweit zu den Veränderungen, die es hier gibt und einen kurzen Einblick in die Naval Forces hier, die noch ganz viele Schwächen haben. Vor allen Dingen, wenn die Besatzung davon selbst wie blöd auf die Gegner rotzt. Eigentlich hab viel Abwehrfeuer und fahr wild in der Gegend rum und die Jungs machen das schon. Ja, kann man so machen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Vielleicht gibt es ja da noch neuere Sachen.
Kleine Sache noch, der Implied hat mal ein bisschen, na, fantasiert, würde ich nicht sagen, mal so einen Ausblick auf die Zukunft gegeben, was passieren könnte. Wenn man hier sieht, von den Geschwindigkeiten her, wie schnell die Boote fahren, das fühlt sich natürlich nicht so an, wie es sich anfühlen sollte. Das ist arg eingeschränkt und er hat auch einen kleinen Ausblick gegeben. Ich guck mal kurz beim Forschungsbaum. Gibt das hier bei diesen Booten? Da gibt es das nicht. Mal gucken bei den Booten. Raketen, Nebelgänger, Torpedos. Nein, da auch nicht. War das hier bei dem Boot? Da. Wasserbomben. Wozu braucht man Wasserbomben in dem Spiel? Wasserbomben, damit bekämpft man eigentlich nur U-Boote. Aber für U-Boote, die sind ein bisschen langsamer unter Wasser, da müssten alle anderen Schiffe ein wenig angepasst sein. Das heißt, die müssten nicht so schnell unterwegs sein, wie sie eigentlich fahren würden. Und genau das haben wir hier in dem Spiel. Und da muss ich sagen, da bin ich so ganz auf Implied Seite. Wir haben eine große Chance, dass wir hier tatsächlich U-Boote bekommen. Und dass das Ganze so angepasst ist, dass man hier auch tatsächlich mit U-Booten fahren könnte. Schön werde ich das noch finden, wenn es tatsächlich auch Minenleger geben würde, weil es gibt hier Minenräumboote. Die haben natürlich überhaupt keinen Sinn, solange man keine Minen legen kann. Und das wäre natürlich richtig klasse, wenn man so einen Eroberungspunkt mal eben verminen würde und dass das Team da erstmal mit einem Minenräumer rein müsste. Wie gesagt, Minenräumboote gibt es, aber man kann auch keine Minen legen. Da bin ich auch mal gespannt, was es so da in Zukunft gibt. Interessant ist es auf jeden Fall. Und das sind natürlich ganz andere Spielansätze. Wie jetzt bei World of Warships. Was ich momentan noch vermisse hier so bei den Schiffen, und da sind wir ja ziemlich am Anfang, das ist so dieses Patrouillenboot, wie man es kennt aus dem Film Apocalypse Now, mit dem dicken Doppel-MG vorne, was da so über die Flüsse gefahren ist, würde ich hier noch genial finden, wenn das kommen würde. Für mich hat das eher so nostalgische Gründe, halt Filme aus meiner Jugend, genauso wie ich bei den Flugzeugen auf die Corsairs eingeschossen bin, quasi auf die F4U. Das hat halt damit zu tun, auch Filme aus meiner Jugend, Pazifikgeschwader 215, die Black Sheeps oder halt die Sherman Panzer. Der Film Der Tank, auch ein Klassiker aus meiner Jugend. Ich mag ja zum Beispiel auch hier die Dschungelmap, die erinnert mich so ein bisschen an Vietnam. Eine absolut Favorite Map überhaupt, hatte ich glaube ich mal gesagt. Hat auch mit meiner Jugend zu tun, mit Filmen und Serien, die man da sehen konnte. Klar, Apocalypse Now, Platoon oder die Serie NAMM. In Deutschland hieß sie, glaube ich, Einsatz in Vietnam. Würde mich freuen, wenn da mehr in der Richtung kommt. Also jetzt die Sherman-Panzer und die Corsair-Flugzeuge ist eher so ein Fetisch von mir. Vom Battle-Rating passen sie nicht ganz so zusammen, wie ich sie spiele. Ich spiele sie aber gerne so, auch inklusive aller Nachteile, die ich dadurch habe. Es wäre schön, wenn natürlich bei den Schiffen in der Richtung auch so irgendwas kommen würde. Dann wäre das definitiv mein Lieblingsspiel schlechthin. Naja, ist es ja jetzt schon. Soweit ein Schwank aus meiner Jugend. Und
Ich bin mal gespannt, was es zukünftig noch gibt hier. Wir werden es sehen. Ich werde es euch zeigen. Bis dahin, tschüss.